Hallo und willkommen zurück zu SWTOR. Und wir sind ja auf unserem Schiff. Wie soll es auch anders sein? Und sollen ja das Holo-Terminal anklicken. Und das werden wir quasi jetzt auch tun. Also, los geht's. Coruscant-Kontrolle, bitte kommen. Erbitte Starterlaubnis. Erlaubnis erteilt, Jedi. Koordinaten für Ort Martell wurden auf euren Navi-Computer übermittelt. Gute Jagd. Gute Jagd, sagt er. Mhm. Und Level 18. Naja, dann geht's mal los. Auf nach Ort Martell. Wo müssen wir denn? Hier, Ort Martell. Typhon. Da. 1 bis 10. General, ich bin jetzt auf Ort Martell. Das trifft sich gut. Ich habe dort gerade alles mit meinem Bodenkontakt koordiniert. SED-Agent Ottawa hat die feindlichen Übertragungen zu einem bestimmten Ort auf dem Planeten zurückverfolgt. Er wird euch alles erklären. Ihr könnt eure T7-Einheit an Darth Angars Hyperraum-Datenempfänger anschließen und seine Kommunikationen herunterladen. Nehmt den Droiden mit. Geölt, geladen. Ich kann dann wieder die Yarik mit mir selber spielen, während ihr den ganzen Spaß habt. Ich bin bereit aufzubrechen, General. Nehmt eine Fähre zur Oberfläche und trefft euch mit Agent Otto. Viel Erfolg. Vasata, Ende. Auf Wiedersehen. Ich habe ja schon viele runtergekommene Raumhäfen gesehen, aber der hier ist der schäbigste von allen. Ist wohl doch ganz gut, dass ich hier bleibe. Ich passe auf, dass keiner unsere Schubdüsen klaut. Schubdüsen? Erkundet den Raumhafen, während wir weg sind. Wenn er wirklich so übel ist, könnte Darth Angral hier vertreten sein. Das würde mich nicht überraschen. Ich werde mal ein bisschen stöbern gehen. Viel Spaß da unten. Werden wir haben. Werden wir haben. So, dann geht's mal los hier. Ja, und schon sind wir auf Ort Martell gelandet. Das ist ja dieses Startgebiet vom Revolverhelden und vom Soldaten. Mal gucken, was wir da so alles in Erfahrung bringen. Na. Ja, quasi sind wir schon auf Ort Martell. Unten auf dem Planeten. Jetzt bin ich mal gespannt, was mir der Agent Otau sagt. Wenn er überhaupt was sagt. P20er. Wir müssen. Wo müssen wir denn hin? Nach dort ganz vorne. Okay. Quasi hier rüber.
oder? Ach, da ist er ja. Ja, das kann er auch nochmal. Agent Otzau, republikanische SID. Willkommen auf Ort Mantell. Hoffentlich habt ihr was für Kriegsgebiete übrig, Jedi. Der ganze Planet ist eins. Erschwörerbericht, genau. Was habt ihr über Darth Angrals Operationen hier herausgefunden? General Vasatra wollte, dass ich einen Suchdroiden zu den Koordinaten des Hyperraumdatenempfängers schicke. Zwei Dinge habe ich so erfahren. Erstens, er ist auf einer Insel. Und zweitens, die mögen dort keine Besucher. Mein Suchdroide wurde atomisiert. Passt auf, dass euch das nicht auch passiert. Danke für den Tipp. Atomisiert zu werden, steht nicht auf meiner Aufgabenliste. Wenn ihr den Hyperraum-Datenempfänger findet, schließt ihn an eure T7-Einheit an und ladet alles aus den Logbüchern herunter. Mit etwas Glück erfahren wir so, was Darth Angral vorhat. Wir sehen uns. Oi, oi. So, wir müssen hier irgendwie runter. Und zwar dahinter. Irgendwie. Da fahren wir doch mal hin. So. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Dass ich mich jetzt hier nie irgendwie verfahren. Also angreifen dürften die mich ja hier, ne? Weil die sind Level 3. Kriegen eine Backpfeife und dann fallen sie um. Aber man müsste doch hier einfach, oder? Ach nee, ich muss verkehrt. Ich muss hier hoch. Und dann dort oben nach rechts. Wenn ich das richtig sehe. Also hier runter quasi. Mensch, ist genau. So. Jetzt mal hier hoch, oder? Ja, ich denke mal dort, nee, hier lang. Dorf Oradam. Hier irgendwo vorne ist doch der Punkt, wo wir uns dann hinporten können. Quasi. Okay, das ist also doch nicht hier. Da hätten wir doch diese eine Straße, die dort war, dort hochfahren müssen. Verdammt, verfahren. Scheiß Navi. Also quasi dort oben hoch. Folgen Sie dem Weg. Machen wir. Also quasi hier hinter, die sind alle Level 6. Ja, Level 6. Ah, okay, da ganz hinten ist irgendwas. Ich glaube, da ist die Insel, wo ich hin muss. Wir haben die Insel gefunden! Jawohl! Oh hier, der ist schon 10. Die sind schon 10. Was ist das der? Oh, der ist schon 15. Okay, den können wir nicht umgehen.
steht wieder hinter einer. Lichtschwert brummt. Hydro. Was? Hydraulikgetriebe. Zerstör das Hydraulikgetriebe. Okay. Jetzt muss ich ja erstmal wieder der Fahrstuhl. Fahrstuhl fahren. Fahrstuhl fahren. Ja, wir fahren mit dem Fahrstuhl. Los, T7, ruf hier, Fahrstuhl fahren. Ah, okay, hier. Hydraulikgetriebe. Wieder alles selber klären hier. Wow, Geronimo. Ah, ich glaube, wir brauchten mal echt eine andere Ausrüstung. So, ein bisschen meditieren. Und ich glaube, hier hinter irgendwo müssen wir. Ja. Da drüber müssen wir. Ist doch hier, oder ne? Hä? Ach nee. Ach, ich muss den dort kalt machen. Name Markovic, Rang Lieutenant. Mehr erfahrt ihr nicht von mir, Jedi Abschaum. Bring mich nicht dazu, euch zu töten. Warum sollte ich euch am Leben lassen, wenn ihr mir nicht nützlich seid? Nur zu. Es wäre mir eine Ehre, für das Imperium zu sterben. Hey, was macht dieser Droide da? Verschwinde! Tut ein bisschen rumhacken. Übertragungslogbücher. Gescannt. Planetare Pläne. Kommunikation. Weltenvernichtungswaffe. Oh Gottes Willen. Lade alles herunter. Kopier so viel wie möglich, T7. Wir müssen wissen, wozu dieser Verwüster in der Lage ist. Richtig. Ihr werdet nicht lange genug leben, um jemandem davon zu erzählen. Nicht? Warum nicht? Oh. Hat er Plumps gemacht. Also man kann der eigentlich hier irgendwelche Waffen nehmen? Nee, kann er nicht. So, benutzt das Hauptgedöns-Terminal. Ha.
Wagen läuternd, außer Betrieb. Lade noch. Besorg dir die restlichen Daten über Darth Angrals Verwüsterpläne. Runtergeladen, ja. Dauer für Datenlöschung. Okay. Kehr zum Schiff zurück. Gut. Jetzt schon kehr zu Agent Otto zurück hier. Und zwar ist der dort. Dort müsste der sein. Hoffe ich. Oh. Genau. Da drüben. Schon zurück? Das ging schnell. Ja, wir sind von einer schnellen Sorte. Es war wirklich beängstigend einfach. Es war wohl hilfreich, ein Jedi und kein Suchtroide zu sein. Wenigstens hat das Imperium jetzt ein Schlupfloch weniger. Ich werde ein Team zusammenstellen und versuchen, die Insel für uns zu gewinnen. Ihr solltet General Vashatra Bericht erstatten. Wir sehen uns. Und zwar kehrt zur Orbitalstation Luftschleuse zurück. Auf zu Cantina. Ja, so eine Cantina-Maschine, das wäre doch cool. So. Aber wir müssen weiter, wir müssen wieder zurück, wir müssen hoch auf die Orbitalstation. Da wartet bestimmt schon der nächste Auftrag für mich. Ja, Transferfähre. Fahrzeug ist ein bisschen schneller, aber nicht extrem schneller. Das kommt ja dann erst später. So, mal gucken, was hier los ist. Warum wir auf die Orbitalstation sollten und nicht gleich auf unser Schiff wechseln sollten. Mir schwant nichts Gutes. Och, guck an. Da wartet schon irgendein Vollidiot also auf uns. Also war euer Meister die ganze Zeit hier. Gut gemacht, Padawan. Eure Lügen haben selbst Darth Angral überzeugt. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Der imperiale Geheimdienst hat bemerkt, wie dieses Mädchen auf der Station herumschlich und meinen Meister alarmiert. Aha. Darth Angral hat 20 Parsecs zurückgelegt, um sie persönlich zu verhören. Leider wurde uns weisgemacht, ihr wärt nicht hier. Hab diesen Trotteln erzählt, ihr wärt auf Corellia. Sei es drum, jetzt haben wir euch. Ergebt euch oder euer Padawan stirbt. Er lügt, er kann mich nicht töten. Angrals Befehle. Warum will euch Angral lebendig? Macht euch um mich keinen Kopf. Kümmert euch lieber um Lord selbstgefällig. Ich werde nie verstehen, warum ihr Jedi immer so leichtfertig euer Leben wegwerft. Ihr riskiert euer Leben, um dieses Mädchen zu retten. Warum? Ein irregeleitetes Pflichtgefühl? Mein Padawan bedeutet mir viel. Und ich werde jeden bestrafen, der sie bedroht. Ihr seid wirklich interessant. Ein Jammer, dass ihr sterben müsst. Wenn ich Darth Angral euren Kopf bringe, wird er sich überaus erkenntlich zeigen. Na okay. Ja.
Das war's, oder wie? Dass die immer eine große Fresse haben. Versteht das nicht falsch, aber ich war noch nie so glücklich, euch zu sehen. Das war doch das Mindeste. Ich verspreche, dass das nicht nochmal passieren wird. Hoffe. Gerettet zu werden ist nicht gut für mein Selbstbewusstsein. Angral wollte von mir alles über euch wissen. Er hat gedroht, mich umzubringen, wenn ich seine Fragen nicht beantworte. Ihr seht ziemlich gut für jemanden aus, der von einem Sith gefoltert wurde. Bis zur eigentlichen Folter ist es nicht gekommen. Dafür wollte er mich nach Dom und Kaas schicken. Angral ist mit einem imperialen Admiral an Bord eines Schlachtkreuzers gegangen. Klingt, als hätten sie eine neue Waffe. Schlachtkreuzer. Der Weltenvernichtungswaffe. Wir sollten sofort den General warnen. Hätte ich ja gemacht, wenn ich nicht ständig irgendwelche Leute hier retten muss. So, weiter geht's. Werden wir mal das Holo-Terminal von unserem Schiff aktivieren. Gucken, wo er uns jetzt hinschickt. Bestimmt nach Tanaris oder so. Denke ich mal. Also ich schätze mal, der schickt uns bestimmt nach Tanaris. So. Holo-Terminal an. Sieht so aus, als hätte Tarnis eure gesamten Waffenprojekte kombiniert und daraus etwas mit dem Decknamen Verwüster gebastelt. Anscheinend rüstet Angral jetzt seinen Schlachtkreuzer damit aus. Dann ist es kein Zufall, dass der Kontakt zu Agent Galen abgebrochen ist. Der Feind räumt unsere Waffenforschungsanlagen aus, um diesen Apparat zu bauen. Oh. Zu welchem Planeten wurde Agent Galen geschickt? Mal Shadar. Das ist Huttengebiet, also neutral. Aber das Imperium ist dort stark vertreten. Darth Angral darf diesen Verwüster nicht fertigstellen, was immer das auch ist. Ihr müsst mir helfen, das zu verhindern. Es ist äußerst wichtig, Nar Shaddaa zu sichern. Aber auf Taris gibt es ein ebenso kritisches Ziel. Was denn? Habt ihr auf Taris etwa noch eine Superwaffe, die ihr bisher nicht erwähnen wolltet? Ich sage lieber nichts mehr, bis ihr da seid. Okay. Was verbergt ihr denn noch alles, General? Ich bin nicht derjenige, der etwas verbirgt. Später werdet ihr alles verstehen. Es gibt hier zu viele Sicherheitslücken. Ich kann nicht riskieren, dass dem Feind etwas bekannt wird. Meldet euch bei mir, wenn ihr Taris oder Nar Shaddaa erreicht. Und viel Glück! Und viel Glück. Ja, was nehmen wir denn jetzt hier? Tresorkiste, denke ich mal. Den Scheiß hier können wir nicht nehmen. Wir könnten das schon, aber... Was haben wir denn da drin? Eine Pistel. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Gefährten. Nee, der nicht. Die kann das auch nicht. Der kann das auch nie anlegen. Das ist ja... Das ist ja scheiße! So. Jetzt haben wir hier noch einen Punkt zu verteilen. Ja, es gibt aber nur drei Sachen. Das wäre immer das hier. Ja, wir machen das. Übernehmen. Hier kommt dann mit 25, nee, mit 26 kommt die nächste Fähigkeit. Okay. Na gut. Also geht es jetzt nach Taris wahrscheinlich. Kann das sein? Nee, nach Nar Shaddaa. Nee, nach Taris. Sag ich doch. Mit 16 geht's nach Taris. Und was wir in Taris erleben, das sehen wir in einer nächsten Folge von SWTOR. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein.